Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, wir sind ja jetzt hier bei unserer Polizeistation stehen geblieben. Part 2 ist nun, wir machen hier weiter. Im ersten Part haben wir ja an sich ja das Gebäude von den Seiten gebaut. Jetzt kommen wir zu den Feinheiten, das heißt heute in der Folge machen wir den Eingang, die Fenster und ein bisschen was vom Dach noch. Und das war's dann auch eigentlich heute für die Folge. Im dritten Part, den du dann natürlich in der Videobeschreibung findest, kommst du zum letzten Schluss, wo wir denn das Dach noch fertig machen, sag ich mal. Da machen wir noch so den Eingang, wie man dann natürlich ins Gebäude reinkommt. Innen drin werden wir alles einrichten von den Räumlichkeiten, wie als Bonus gibt's dann noch den Helikopter. So, aber ich würde sagen, machen wir erstmal natürlich hier erstmal Part 2 fertig. Da müssen wir dann einmal wieder an unsere Kiste ran. Zack, gehen wir ran und holen uns alles raus. Heute ist auch ein bisschen mehr Blockmaterial, was wir brauchen. Es wiederholt sich manches. Ich habe mir das Ganze halt ein bisschen aufgeteilt, ne? Für jede Etappe, die wir hier jetzt wieder ranbauen. So, nehmen wir natürlich erstmal die erste Reihe raus. Und dabei brauchen wir dann erstmal steinzige Treppen. Gefolgt dann einfach nochmal die Stufen davon. Dann holen wir unsere Glasblöcke. Verwende jetzt natürlich die, die du jetzt schon an sich für das Gebäude verwendet hast. Bei mir wäre das jetzt natürlich das türkise Glas. Dann holen wir uns noch eine Tür raus. Ich empfehle euch die Schwarzeichentür. Dann holen wir uns noch ein bisschen Zement raus. Den blauen Zement, den hatten wir ja schon, ne? Und gelben Beton. So, wenn wir das haben, holen wir uns noch die Bruchsteinmauer raus und dazu gibt es dann noch Eisengitter. So, wenn wir dann das Ganze haben, legen wir los und zwar fangen wir erstmal an mit den Steinziegeltreppen. Jetzt machen wir ein bisschen Massenarbeit, das heißt wieder von jeder Seite müssen wir das eigentlich mal rumziehen. Wir fangen am besten erstmal auf der Vorderfront an. Ich habe mir das Ganze immer so ein bisschen leicht markiert, damit ich das immer auf Anhieb finde, aber für jeden, der natürlich nicht genau weiß, wo das ist, richten wir uns einfach nach dieser blauen Linie, die haben wir ja einmal überall rumgezogen und von der blauen Linie gehen wir einfach zwei Blöcke noch weiter nach oben und den dritten Block, blub, den schlagen wir weg und können hier die ganze Reihe einmal weghauen. Die Reihe tauschen wir dann einfach mal aus, indem wir da Ziegeltreppen umgedreht reinhauen. Das müssen wir natürlich jetzt von jeder Seite machen, das heißt wir fliegen immer zu den Seiten hin, gucken, hier ist die blaue Linie, 1, 2 und den dritten Block schlagen wir weg. Zack, hier einmal komplett und das tauschen wir einfach aus durch die Treppen. So, das müssen wir einmal überall ringsherum noch natürlich noch nachziehen. Haben wir das einmal geschafft, von allen Seiten in unsere umgedrehten Treppen reinzuhauen, geht's weiter. Und zwar kommen wir jetzt erstmal zu den Fenstern, die wir uns hinbauen. Dabei nehmen wir schon mal unsere steinzige Stufe zur Hand. Denn jetzt fangen wir auch wieder erstmal auf der Vorderfront an. Und ich würde sagen, wir schlagen jetzt hier einfach mal, wenn wir von der Seite anfangen, die ersten so zwei Blöcke weg. Ne? Die andere Seite lassen wir natürlich. Dann lassen wir wieder ein, wieder zwei wegschlagen und den lassen. Ist ja irgendwie logisch. Jetzt machen wir natürlich unsere Fenster rein. Die haben eine Höhe von insgesamt drei Blöcke. Dann platzen wir unten einmal Stufen hin und oben natürlich so. Zack, machen wir mal und fertig ist das Fenster. Wer möchte, kann jetzt schon gleich im Nachhinein seine Glasblöcke dahinter platzieren. So, müssen natürlich so bauen, dass wir auch hier wieder rauskommen. Super, so, dann haben wir die Vorderfront schon mal fertig und fliegen jetzt einmal zu den Seiten. Das kann man auch wieder synchron machen, also auf beiden Seiten ist es eigentlich identisch. Hier, wo wir, sag ich mal, unsere umgedrehten Treppen haben, schlagen wir hier diese Mitte, die zu zwei Blöcke weg. Auch hier wird das Ganze auf eine Dreierhöhe gemacht. Unten platzieren wir die Stufen und oben. Wer möchte, kann auch hier gleich schon die Glasblöcke eintragen. Zack, das machen wir mal. So, wir müssen natürlich auch erstmal rauskommen hier. Zack, zack, zack. Optimal. So, auf der Rückfront machen wir es ein bisschen anders. Ich würde sagen, wir fangen an erstmal mit den Eisengittern, denn hier hinten sind ja natürlich unsere Gefängniszellen, die wir jetzt hier auf der linken Seite reinbauen. Wir hatten jetzt hier die umgedrehten Treppen, darüber schlagen wir jetzt zwei Blöcke weg und tauschen da dann, also machen jetzt da kein Fenster rein, sondern so mit Eisengittern, ne? Ich sag mal, die Gefangenen, die haben natürlich nicht so schöne Fenster wie unsere Beamten, sondern die kriegen dann einfach so Eisengitter. Unten müssen wir das Ganze auch einmal machen. Nur jetzt richten wir uns hier nach unserer blauen Linie und in der Mitte schlagen wir zwei Blöcke weiter runter. So, da können wir jetzt auch unsere Eisengitter einfügen. Super. So, auf der anderen Seite machen wir jetzt, sage ich mal, keine Gefängniszellen hin und auch keine Fenster. Wir nehmen jetzt einfach mal unsere Bruchsteinmauer hin, fliegen ganz oben hin. Ich habe mir das hier einmal markiert. Blup. Den Block müssen wir einmal weghauen, setzen da eine Mauer rein, eine nochmal weiter nach vorne und das ziehen wir einfach mal runter. Weil ich habe mir gedacht, dass wir hier einfach ein Regenrohr machen, ne, das vom Dach so das überstehende Wasser halt so nach unten leitet.
weil da kommen auch keine Fenster oder so hin, weil auf der anderen Seite machen wir ja im Nachhinein im dritten Part zum Fahrstuhl hin und daher können wir da leider keine Fenster machen. Aber so ein bisschen Deko, ne, so ein Regenrohr, das passt dahin. So, dann fliegen wir jetzt einmal auf die andere Seite hier. Hier machen wir auch nochmal ein Fenster hin, wie auf der anderen Seite, wo wir schon hatten. Das heißt, bei unseren umgedrehten Treppen schlagen wir die mittleren zwei Blöcke weg, das Ganze auf eine Dreierhöhe. Unten wie oben unsere Stufen hin und innen drin machen wir noch gleich das Glas. Optimal. So. Zack, zack, zack. Sehr schön. So, dann sind unsere Fenster schon fertig. Das heißt, jetzt beginnen wir denn schon mit dem Eingang, sag ich mal, um reinzukommen. Dabei nehmen wir jetzt erstmal unsere steinzige Treppenzahn. Wir beginnen wie immer auf der Vorderfront, wo wir natürlich hier noch diesen offenen Bereich haben. Da platzieren wir erstmal normale Treppen einfach mal vorne so hin. Ne? An den Seiten machen wir die Treppen so, dass sie sich anecken. Zack, und dann haben wir jetzt insgesamt, wenn ich natürlich hier treffe, 5 Treppen hingemacht. So können wir überprüfen. Ja, sind 5. So, danach platzieren wir hier einfach mal normale Treppen oben hin. Müssten insgesamt 3 Treppen sein. Wenn wir das geschafft haben, kannst du, würde ich mal sagen, ja, ich mache jetzt einfach mal hier eine umgedrehte Treppe hin. Zack. An den Seiten auf unserem Beton platzieren wir dann einfach mal 3 Glasblöcke rauf. Ganz oben in der Verbindung machen wir nochmal eine umgedrehte Treppe. Du kannst jetzt schon hier einfach mal deine Tür reinsetzen. Super. Danach nehmen wir wieder unsere steinzige Stufen hin. Die platzieren wir oben einmal hin. Zack. Und dann nochmal einmal so, dass es übersteht. So, wenn wir soweit sind, wechseln wir jetzt einfach zu unserem blauen Zement. Den platzieren wir jetzt hier einfach mal an den Seiten. So eine kleine Verbindung. Ne? Darüber machen wir nochmal 2 Blöcke. So halt, sag ich mal, jetzt haben wir hier unsere Zweier, ne? Und dann hier beim zweiten Blub, setzen wir einen rauf und noch einen zur Seite. Super. Jetzt nehmen wir schon mal unseren gelben Beton zur Hand. Den platzieren wir jetzt einmal hier dazwischen, machen dann 3 Blöcke so oben drauf, wie so ein T. Und an den Seiten machen wir jeweils nochmal einen weiteren Block drauf. Das ist natürlich unser Polizeistern, ne? Der vorne beim Eingang ist. Halt! Sorry für diesen kleinen Cut hier, aber ich habe gerade eben vergessen dir zu sagen, dass hier unter unser Sheriffstern hier, ne, unter unserer Polizeimarke, hier an den Seiten auch noch Stufen unter müssen. So, okay, jetzt kann es weitergehen. Und dann wären wir an sich erstmal fertig. So, dann können wir die Blöcke erstmal wegtun und gehen wieder an unsere Kiste ran, denn wir brauchen jetzt das nächste Blockmaterial. Nehmen wir einfach mal hier die zweite Reihe raus. Denn jetzt geht schon los ans Dach. Dafür brauchen wir dann ganz einfach erstmal weißen Beton, steinzige Treppe und Stufe. Ne, die hatten wir ja schon. So, dann begeben wir uns einmal aufs Dach. Ich habe mir das Ganze hier schon ein bisschen leicht markiert. Das heißt, wir fangen einfach mal auf der Rückseite an. Wir können uns ein bisschen orientieren hier an dieser mittleren Säule. So, von der mittleren Säule gehen wir einfach mit dem weißen Beton, oder wir müssen erstmal eh was weghauen. Einfach hier hinter 1, 2, 3 Stufen schlagen wir weg. Können ja natürlich auch erstmal den Beton dann reinsetzen. Und einmal hier unten auf der Seite und oben mal setzen wir 2 weitere. So, das Ganze kannst du jetzt auf eine Zweierhöhe machen. Insgesamt, ne, zack, ist Zweierhöhe. Ganz vorne machen wir nochmal eine dritte Reihe. So, danach platzieren wir hinten drauf einfach mal Treppen. Dann machen wir hier vorne nochmal Stufen hin. Und dann nochmal so ein paar Stufen so ein bisschen schräger runter. Wir lassen das Ganze auch erstmal zu. Ich sag mal, im Nachhinein, wenn wir das Ganze halt einrichten, werden wir auch eine Verbindung bauen. Falls du dir das Ganze natürlich anders einrichtest, kannst du das natürlich dann immer noch verschieben, ne? So wie es du das gerne hättest. So, dann werden wir damit auch wieder fertig und können das Ganze einmal wegtun. So, das heißt, jetzt gehen wir wieder an unsere Kiste unten ran und holen uns das nächste Blockmaterial raus, um das Dach natürlich damit abzuschließen. So, gucken wir mal. Also, wir brauchen dann erstmal für unser Dach hellgrauen Beton. Dann holen wir uns noch Steinstufen raus. Steinzige Treppe, ne? Die kennen wir schon. Denn hellblaue Keramik, gelber Beton, Bruchsteinmauer, ne, die hatten wir auch schon, Eisengitter holen wir uns noch raus und einen Spender. Wenn wir auch dieses Blockmaterial denn zusammen haben, geht es denn nach oben und da würde ich sagen, fangen wir am besten erstmal mit dem hellgrauen Beton an. Wir beginnen jetzt einfach mal auf der Vorderfront hier auf der linken Seite. Wir achten einmal drauf, ich habe mir das ja immer schön ein bisschen schon vormarkiert, dass wir hier an den Seiten jeweils immer eine Reihe noch Platz haben. Dann schlagen wir hier einfach mal 2 weg. Insgesamt hat es eine Länge von 3, 2er Breite, ne? Und dann setzen wir hier einfach mal blub, unseren grauen Beton rein. So, darauf platzieren wir auch gleich noch unsere Steinstufen. Okay, so, dann haben wir das schon mal fertig. Was das Ganze ist? Naja, so ein bisschen Deko fürs Dach, ne? Könnten ein paar Klimaanlagen sein oder sonstige Sachen. Aber so, sowas kann man ja immer auf sein Dach platzieren.
Ja, und das, was wir jetzt da vorne gemacht haben, machen wir auch nochmal hier hin. Einfach auf der hinteren Seite, ne, also hinter unserem kleinen Häuschen hier, achten wir wieder darauf, dass wir an den Seiten immer eine Reihe noch haben. Dann schlagen wir hier erstmal zwei weg und machen hier auch wieder von der Länge, würde ich mal sagen, drei Blöcke, zweier Breite, ne, so wie wir es vorne hatten. Setzen hier unseren grauen Beton rein und unten drauf dann einfach mal unsere Stufen. Okay, so, wenn wir das Ganze geschafft haben, geht es weiter. Und zwar würde ich mal sagen, beginnen wir mit der hellblauen Keramik, würde ich mal sagen. So, dabei passen wir jetzt auf. Wir sind hier wieder auf der Vorderfront, würde ich mal sagen. Hier auf der rechten Seite. Wir achten darauf, dass wir einfach zu den Seiten wieder jeweils eine Reihe Platz haben. Wenn das der Fall ist, gehen wir einmal so nach oben. Oder sagen wir, machen wir das am besten. Von der Seite fangen wir an. Wir ziehen einfach mal zur Seite weg. Also 1, 2, 3. Und beim dritten gehen wir einen nach oben und machen hier einfach mal so 3 rein. Ne? Dann lassen wir jeweils zur Seite immer einen Block frei. Zack, und setzen hier wieder 3 hin. Insgesamt sieht das dann aus wie so ein übertrieben dickes Plus. So in etwa. So, diese 9er Fläche hier innen drin, die schlagen wir nochmal weg. Zack, zack, zack. So, und dann haben wir hier ein dickes Plus, kann man sagen. Dieses Plus kannst du jetzt einmal ausfüllen mit unserer, was ist denn das hier nochmal, hellblaue Keramik. Ich finde das von der Farbe gut. Du kannst natürlich dann auch jeden anderen Block nehmen. Ich sag mal, das wird unsere Helikopter-Landefläche. Und ich finde einfach, die Farbe ist eigentlich optimal. Wir können ja auch gleich schon mal das Haar eintragen, ne? Dann erkennt man schon mal gleich besser. Hier unsere Helikopterfläche. Da kannst du auch dir entscheiden, wie machst du das Haar? Machst du es jetzt so oder anders so? Ne? Das ist dann immer so Geschmackssache. So, wenn wir natürlich dann das einmal haben, nehmen wir jetzt einfach mal unsere Steinziegel-Treppen zur Hand. Denn wir müssen jetzt das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Das heißt einfach mal, ich schlage jetzt hier immer an unseren Enden schon mal hier die Stufen weg, tausche einfach mal aus durch die Treppen hier an den Seiten. Zack, zack, zack. Mache ich schon mal hier überall. So, einfach die Stufen weghauen, Treppen hinsetzen. Denn das Ganze sollte ja schon so ein bisschen verfeinert werden. Das Ganze halt so glatt lassen, das sieht ja auch nicht schön aus. Natürlich sollten die Treppen immer schön nach unten zeigen. Genau. Ja, wenn wir das geschafft haben, müssen wir einfach nur noch an den Seiten hier so eine Spitze weghauen und hier dann einfach das Ganze so anecken lassen. Okay, so. So sollte das Ganze dann, hoffe ich mal, am Ende aussehen bei dir. Ja, wenn wir es geschafft haben, kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Und zwar nehmen wir einfach mal den Spender zur Hand, fliegen, ja, würde man sagen, hier wieder auf die Vorderseite hin. Ne? Wir hatten ja, sag ich mal, das hier schon gemacht. Von denen gehen wir einfach dann hier auf der linken Seite dann noch so 2 nach hinten weg und beim dritten plupp, Stufe weghauen, Spender platzieren. Am besten so, dass er auch dann nach oben guckt. Darauf machst du dann einmal eine Bruchsteinmauer rauf. Darauf platzierst du dann 1, 2, 3, 4 Eisengitter. Und beim vierten oben machst du einfach hier, ja, sag ich mal, auch wieder so ein X und Plus rauf, ne, dass, sag ich mal, dass es in jede Richtung geht. Das ist dann so eine kleine Antenne, das ist ein Funk, ne, dass du auch all deine Mitarbeiter hier in der Polizeistation noch auf weiter Distanz erreichen kannst. So, und das war es dann eigentlich heute auch für diese Folge. Und ja, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann noch ein bisschen mehr Arbeit, kann man sagen. Denn wir müssen natürlich das Ganze hier noch einrichten. Aber das kriegen wir schon hin. Den Fahrstuhl kriegen wir auch hin. Und dann gucken wir mal, wie es zur nächsten Folge aussieht. Jo. So, dann würde ich sagen, stelle ich mich vorne hin. Tür mache ich erstmal zu, abschließend. Ne? Soll ja keiner auf unsere Baustelle raufkommen. Und würde ich sagen, wenn ich dann erstmal hier vorne Safety stehe, und ich stehe jetzt Safety, haben wir die beiden Gebäude noch schön im Blick. Ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im dritten Part wieder. Also haust rein und tschüss.